Gut. Intel Sorgenkind. Ja, Intel, mein Intel ist mittlerweile, das geht ja so weit, da macht sich ja schon Amerika Sorgen wegen der nationalen Sicherheit für seine Halbleiter. Weil? Ja, weil das auch für das, also da geht es ja glaube ich auch um, da geht es ja um diesen Chips Act. Ja. Das ist ja quasi, das hängt ja mit dem Militär in irgendeiner Form zusammen. Und da wird jetzt auch überlegt, was man mit Intel, weil Intel anscheinend wirklich, sagen wir mal so, ich glaube, die haben im dritten Quartal einen Nettoverlust von 16,6 Milliarden Dollar geschrieben. Da geht man sogar davon aus, ob man wahrscheinlich nicht Intel mit irgendjemand zwangsverheiratet. Ich sehe schon, dass da mögliche Fusion mit Konkurrenten wie AMD oder Ja, Marvel im Raum. ja, also da, das schlagt mittlerweile sogar, das ist sogar Thema für die Politik mittlerweile. Scheiße. Naja, weil ich glaube, es ist ja das, Intel stampft ja auch seine Grafikkartensparte anscheinend ein oder wollen einstampfen. Weil Tja, Intel tja, sagt, was ich ja, gesagt habe. es ist zu teuer im Moment und sie sagen, für die meisten reichen die quasi integrierten Grafikkarten ja vollkommen aus. Und wäre dafür Gaming immer besser. Und ja, also das ist, also das hätte ich mir bei Intel jetzt aber vor 5 Jahren nicht gedacht. Na, das glaube ich jetzt nicht. Also dass die wirklich so in die Bredouille, dass die überhaupt in diese Bredouille können, oder wie sagt man jetzt dann, Kommen können. kommen können. Ja, aber da geht man ein, das ist der klassische Too Big to Fail und dann fehlt er doch. Ja, eh, aber bei, sagen wir so, bei Intel haben sie sich schon wirklich auch blöd anstellen müssen. Das definitiv. Weil Pat das. Gelsinger hat da, glaube ich, nicht unbedingt das beste Händchen gehabt. Sie haben jahrelang den Markt dominiert, haben eigentlich Ja. nachher nur noch stufenweise ein bisschen verbessert, 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 während andere komplett geswitcht sind und neue Architekturen quasi sich erfunden haben, gebaut haben. Nachher kommt dann also in dem Fall AMD mit ihren Genau. Stacked-Prozessoren. Dann kommt auf einmal AMD da, Apple daher, baut selber Prozessoren, Dann kommt Qualcomm daher. dann kommt Qualcomm daher und baut auch auf AMD fette Prozessoren. Auf ARM manche. Ja, auf ARM-Prozessoren. Genau, Fette also ARM-Prozessoren. nicht auf AMD. Ja, okay, auf fetten ARM-Prozessoren, Ich ja. meine, das halte ich sowieso noch spannend. Ich bin auch gespannt, wie das AMD und Nvidia mit ARM halten werden, ob die das auch irgendwie noch zusammenkriegen, dass da was kommt. Wieso Nvidia? Ja, Nvidia will anscheinend auch irgendwo, will anscheinend auch Prozessoren auf ARM-Basis produzieren. Na, sie haben es ja schon einmal gemacht. Ja, genau, sie möchten es glaube ich auch wieder machen. Beziehungsweise sie machen es ja eh, mein Tegra gibt es ja wohl. Ja, eh, das aber besteht natürlich jetzt an, dass es halt wirklich auch ein massentaugliches Produkt wird. Weil, ich meine, AMD hat ja jetzt auch bei den neuen Prozessor, der geht ja auch so irgendwo in eine Richtung, die haben sich ja auch was abgeschaut von ARM. Aber sie sind ja noch immer x86. Ja, wenn man sich da jetzt vergleichen mal da in Intel-Aktienkurs. Intel Ja, ist übrigens nicht mehr auf Nasdaq gelistet. genau, ja, weil das versteht man. Jetzt mal da die AMD-Aktie, wie sich die so entwickelt hat. Positiv. Also die AMD-Aktie, zumindest laut, was ist da? Von 22, also 5-Jahres-Chart ist das, bewegt sich eigentlich recht gut nach oben. Intel-Aktie bewegt sich relativ abwärts. Ja, genau. Ja, das sieht man. Ja, das ist ein Nokia-Schicksal. Ich bin einmal gespannt.
Die USA werden natürlich alles Mögliche versuchen, das irgendwie zu halten, weil das ist Wichtigkeit in jeder Hinsicht, eben Militär. Sagen wir so, also chinesische Firma wird das keine kaufen Na, dürfen. das Das glaube ich, also das gab's mal. glaube ich nicht. Nein, 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 nein. Also da bin ich mir auch Das ist sicher. Also ich glaube, eher ausgeschlossen. davor verkaufen sie es an Europäer. Na, das wird auch nicht passieren. Ich Davor sag davor. pumpen sie Milliarden und Billionen an Geld ein. Das kommt auch noch, aber danach würden sie es eher nach Europa noch verkaufen. Ja. Ja, also spannend. Also das hätte ich mir auch nie gedacht, Na. dass ich das einmal lesen werde. Na, das andererseits, man gönnt es eigentlich ihnen schon ein bisschen, aber halt nicht in dem Umfang, weil würde jetzt Intel wegfallen, wäre halt oder mit AMD fusionieren, was auch immer, würde das halt für x86 halt den Todesstoß bedeuten, weil dann hast du ein reines Monopol und dann ist uninteressant in jeder Hinsicht. Die Frage, das ist ja sowieso eine Frage, die ich immer stelle: Wie lange wird x86 überhaupt noch leben? Da machen wir keine Sorgen. Also, was jetzt die Leistung pro Watt angeht, haben sie sich ja sehr, sehr, sehr stark gebessert. Sie sind noch nicht ganz auf dem Apple Silicon Niveau. Aber da ist, glaube ich, noch viel, viel Luft nach oben. Also, sie gehen ja jetzt alles Big Little. Sie Das ist machen ja alles klar, genau Leute. das Prinzip mit Energiesparen, Ich glaube halt, irgendwann wird halt ARM da so, so viel besser sein, dass da, ich bin mir nicht sicher, ob du mit x86 noch mitkommen kannst. Weil irgendwann wird die Plattform ihren Peak erreichen. das hat man damals schon gedacht. Das hat man vor 10 Jahren schon gedacht, dass es jetzt der Peak ist. Und es war es nicht. Also, na, ich glaube, das ist Chip-Entwicklung. Die Strukturen werden kleiner, die Prozessoren werden effizienter, die Architekturen werden komplexer und damit schneller. Also von dem her, ich glaube, da ist das letzte Pringle nur nicht gefuttert, Das weil letzte Pringle. da, ich glaube, na, ich glaube, dass da, ich glaube, die können koexistieren, also beide Architekturen. Ich bin gespannt, weil ich schätze einfach, ich mein, weil ARM, was steht, das zieht jetzt in Autos ein. Das kommt halt wirklich überall rein. Und da spielt halt x86 gar keine Rolle. Ja, für einen Moment. Ich glaube Ich aber meine, nur für einen Moment. ich weiß ja nicht, ob es dann wirklich noch. Eben, keine Ahnung. Also, ich stelle mir es spannend Also vor, aber. gerade bei Autos und bei Elektroautos ist ja, wird ja einfach darauf geachtet, dass da Effizienz. so möglichst effizient wie Klar, möglich du ist. willst ja Einfach, da du willst ja nichts. die Reichweite, du willst ja die Reichweite zum Fahren bieten und nicht Reichweite fürs. Nicht Energie fürs Entertainment-System. Ja klar, ich Und meine, deswegen natürlich. sage ich ja, die Performance pro Watt ist bei zum Beispiel bei die ARM besser und bei Apple Silicon ja over the top. Ja, es ist, ich meine, es ist Qualcomm ab besser. Ja, sich immer, ja, jetzt generell bei den ARM-Prozessoren, du hast die Performance pro Watt ist besser, aber die x86-Prozessoren haben in den letzten 4 Jahren so extrem aufgeholt und das sind ja keine Flaschen. Also die bauen ja Nein, also ich meine, sie haben ja müssen's. Prozessoren seit 40, 50 Jahren. Nein, sie haben ja müssen, weil Ja, sonst ja. wäre es ja quasi, sonst wäre es ja hoffnungslos gewesen. Genau. Und deswegen glaube ich, da ist noch genug Luft nach oben. Und da bin ich ja schon gespannt auf die nächste AMD-Generation, wie es dann da weitergeht. Nein, nicht die nächste, sagen wir die übernächste Generation. Die nächste wird wieder so, ja,
so eine Zwischenstufe sein. Ja, sagen wir so, AMD macht es halt mittlerweile auch sich eher gemütlich. Na, ich glaube, bei den Prozessoren, also jetzt die aktuelle, die neue vorgestellte Generation, die hat halt schon wieder mal 10-15% an Leistung draufgelegt. Aber es ist halt auch super, die Grafikkarten erkennt man schon. Ja, machen wir es langsam, weil verkaufen tun wir sie. Ja, das stimmt allerdings, ja. Wobei AMD hat so halt nicht so ein leichtes Spiel gegen Nvidia. Nein, ich glaube, das ist einen aber auch mittlerweile, weil Nvidia einholen wird schwer. Wenn nicht unmöglich. Wir sehen gerade, dass Intel kurz vorm Abkacken ist, also unmöglich würde ich mal gar nichts betiteln. Aber ich sag so, ich meine, im Moment sehe ich es schwierig, weil die 5er-Serie von Nvidia wird schon wieder reinknallen. Ja, nein, das schon. Die haben halt den Vorteil, dass Grafikkarten eigentlich genauso funktionieren wie AI-Grafikkarten und AI-Karten, AI-Beschleuniger und sie sind halt bei AI einfach ja unerreichbar. Das heißt, sie kennen das Know-how. Sie nehmen einfach so einen AI-Beschleuniger und schreiben GeForce drauf. Ja, eben. Das ist wurscht. Und das ist halt ja da. Ich meine, die haben halt einfach echt einen riesen Vorsprung in dem Bereich. Ja. Also, und mein AMD, ja, baut auch keine schlechten Teile, aber ja, man sieht halt mittlerweile, okay, sie seien nicht mehr dieser Underdog quasi, also sie wissen schon auch, wie man damit Geld verdient. Ja, und bei den Prozessoren haben sie sich da wie Phönix aus der Asche. Ja. Haben Intel einmal so ziemlich alles abgenommen in den effizientesten und den schnellsten Prozessor. Lang hat der AMD einfach nur effizientere Prozessoren gebaut, effizienter und günstiger im Vergleich zu die Intel. Ja. Und jetzt haben sie halt auch mit Abstand schnellsten für Gamer. Bei Intel war es immer so, man muss einen Prozessor ausbringen, der einfach bei den Games das Maximum rausholt. Das war für Intel immer die Trophäe, aber die hat ja mittlerweile auch AMD. Also. Richtig.